nein, Leute, da draußen, herzlich willkommen auf mein neues Video. Und heute bleibe ich für 24 Stunden lang in meinem Kinderzimmer. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr weitere 24 Stunden lang Videos. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video mal an. So, Leute, wir haben gerade 14 Uhr und ich habe wieder mein Luftklima an. Und ja, wie ihr gehört habt, mein Zeugnis ist schlecht. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen hier arbeiten und dann meine Hausaufgaben machen. Und dieses Arbeitsheft ist halt mein alter Arbeitsheft für die 6. Klasse. Das brauche ich nicht mehr, kann ich wegschmeißen, ist egal. Aber darüber lerne ich jetzt ein bisschen. Und danach werde ich halt mein Video schneiden, mein Videoplan, also irgendein anderes Video für euch. Und ja, dann werde ich, glaube ich, noch was essen. Mein Bruder bringt was zu essen. Ich habe hier noch einen Laptop. Das kann ich auch da gucken. Und ja, dann kann ich weiter lernen. Und dann plane ich halt nochmal für ein nächstes Video. Immer so weiter. Und vielleicht rede ich noch mit ein paar Freunden. Und vielleicht mache ich noch coole Sachen hier. Und was ich hier mache, werde ich euch mitfilmen. Und ja. Ja, falls ihr noch meine alten Videos geguckt habt, die ich gelöscht habe, hatte ich so einen Fuchs. Ja, den nenne ich aber Fuxi. Und noch so einen Donut. Ja, mit die wird ich jetzt nicht kuscheln, aber die wird jetzt hier bleiben. Und ich würde jetzt ein bisschen Buch lesen. Und zwar, der Buch heißt Vorstadtkrokodile. Obwohl ich Buch hasse, aber ja, ich will trotzdem jetzt einfach lesen. Ich habe Bock auf Lesen, weil ich will irgendwie die Zeit vertreiben, weil kein Bock jetzt hier so lange zu bleiben. Hier bleibe ich auch lange, aber ich muss das nicht fühlen, dass ich lange bleibe, ne? Die Zeit soll schneller gehen, so soll ich fühlen. Und ja, was habe ich auch dabei? Und nach dem Lesen esse ich, glaube ich, mein Mittagessen. Und ja. Auf welcher Seite war ich? Ich war 73 und 74, ja. Und ich würde sagen, ich lese und dann sehen wir uns später. Das Förster ist schon eine neue Hütte im Wald. Die Invaliden halfen ihnen dabei. Leute, ich weiß jetzt, wie viel Zeit vergangen ist. Aber ja, das Buch ist zu Ende. Von Seite 74 bis Seite 156 habe ich gelesen und ich weiß jetzt nicht, wie Stunden vorbei ist, aber ich werde jetzt essen, habe voll Hunger bekommen. Boah, das ist so warm hier zu Hause. Ich kann das Gefühl, das ganze Wasser trinken, zum Glück ist es noch kalt. Ich habe meinem Bruder Bescheid gesagt, der macht etwas Essen für mich und ja, Wasser trinke ich nur mehr, nix. Und ja, dieses Wasser und noch eine Flasche werde ich für 24 Stunden lang halt aushalten. Mehr trinke ich nicht, so Cola oder so. Ja, ein Challenge darüber noch, weil sonst hätte ich Bock auf Orangensaft oder Cola oder so. Ja. Hallo Papa. Leute, ich habe hier drei Brötchen oder wie man das auch nennt, drei Brotscheiben
Frischkäse. Ja, was ist das denn? Das ist so klein. Okay, aber um 3,40. Was soll ich mit 3,40 machen? Egal. Bis mein Bruder fertig gemacht hat, habe ich Roblox gezockt. Wirklich bestes Spiel. Keine Werbung. Aber für mich ist das beste Spiel. Ja, könnt ihr gerne herunterladen, falls ihr wollt. Und ich probiere mal. Ja, probieren. Ich habe schon probiert, aber egal. Das Brot ist ein bisschen getrocknet, aber perfekt. Ich genieße das jetzt. Keine Ahnung, ob ich Buch lese oder nicht. Ich glaube nicht, weil ich bin fertig gemacht. Und warum soll ich wieder von vorne lesen? Und ja, das bedeutet, wir sehen uns später. So Leute, wir haben gerade 17 Uhr. Ich habe mit ein paar Freunden geredet. Und jetzt esse ich hier ein Eis, der ein Erdbeer und ein Pfirsichgeschmack hat. Ja. Zumindest sieht das so aus, weil es ist Mango und Raspberry. Ja, ich liege falsch. Es ist nicht Pfirsich und Äpfel, sondern Mango und Raspberry. Ja. Ich dachte, das schmeckt nach Erdbeer und Pfirsich, weil gestern schmeckt es für mich so. So sieht der aus. Und das sieht so geil aus und noch im Sommer. Perfekt. Ich habe jetzt hier eine Stunde gechillt, ohne Video zu machen. Jetzt geht es natürlich wieder weiter. Und zwar werde ich hier Pläne machen für mein Video. Und ja, das seht ihr ganz in Zeitraffer. Und zwar habe ich es jetzt richtig gut geplant und ich kriege das schon irgendwie hin. Und ja, Leute, seid einfach nur gespannt. Ja, mehr werde ich jetzt nicht verraten. Es ist eine Überraschung für euch. Jetzt will ich nicht mehr verraten, Leute. Ja, ich habe hier alles geplant und das ganze Blatt ist voll, Leute. Ja, das reicht eigentlich ein oder zwei Monate. Das Planen. Nach zwei Monaten kann ich wieder anfangen zu Plan machen. Und ja, eine Überraschung für euch. Wartet einfach nur ab. Unten in der Beschreibung werde ich das Datum verstecken, was an diesem Tag für euch Überraschung kommt. Werde ich das irgendwie so verstecken und ihr müsst genau das Ganze durchlesen. Und ja, dann wird ihr es halt herausfinden, wann an diesem Tag die Überraschung ist, aber nicht welche Überraschung. Das soll noch ein Geheimnis sein. So Leute, weil heute Sonntag ist, müssen wir hier aufräumen, mein Kinderzimmer putzen und so alles. Natürlich bin ich jetzt auch rausgegangen, um so welche Sachen zu nehmen, was man hier putzen konnte. Deswegen konnte ich auch nicht filmen und ja, jetzt ist hier überall sauber. Und ich werde jetzt Laptop zocken oder Laptop gucken. Ja, ihr werdet sehen, was ich schon mache. So Leute, ich habe jetzt meinen Laptop geöffnet und meine Kamera ist da drüben. Und ich werde jetzt meine Serie anschauen. Ja, meine eigene Serie. Es ist noch nicht draußen, wo ich da bin. Aber die haben schon ein paar Folgen gedreht. Ohne mich. Bald komme ich da rein. Hoffentlich klappt das. Aber die ganzen Infos bekommt ihr noch darüber ein Video. Das dauert noch ein bisschen, wartet noch ab. Da werde ich alles erzählen. Ja. Erstmal gucke ich die paar Folgen an. Natürlich gucke ich auch da, wo ich mitgemacht habe. Und ja, jetzt gucke ich mal die Folgen mal an und ich werde euch auch zeigen ein bisschen. Ja. Nein, Leute, nicht euer Ernst. Also ich meine euch, sondern das Laptop. Schon wieder ist das Internet weggegangen. Letztes Mal war es das gleiche. Ich musste da dran sitzen, bis das Internet wieder gekommen ist. Natürlich ich, nicht die anderen. Die können sich genießen. Cola, Eistee, alles. Ich muss immer daran sitzen. Jetzt muss ich wieder dran sitzen und das dauert immer lange. Da kommen andere Internetnamen, die hier in der Nähe sind. Also mein Nachbar zum Beispiel oder einfach offen sind. Und mein Internet ist noch näher und das kommt nicht, ne? Warum? Ist jetzt mein Internet kaputt oder was? Leute, ich versuche wieder und wenn es nicht klappt, dann lasse ich einfach mir scheiße egal. Weil kein Bock, Leute. Dann gucke ich halt nicht. Dann platze ich besser vor Langeweile, stattdessen hier aggressiv zu werden, weil dann boxt ich das Laptop kaputt. Es reicht. Nee, Leute. Leider kann ich jetzt nicht meine Serie anschauen. Danke natürlich, Laptop.
das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe keinen Bock auf Abendessen. Ich brauche jetzt unbedingt was Kaltes, damit dass man so snacken kann. Kennt ihr das in der Wärme? Und ich hätte jetzt so Bock rauszugehen und da Eis essen und so. Also so mit Short und T-Shirt. Das wäre perfekt. Aber hier zu Hause, überall ist leise. Du stirbst vor Langeweile und vor der Wärme. Ja, aber ich kann nicht raus, Leute. Es ist gerade 9 Uhr. Irgendwas mit 9 Uhr. Ja, 9 Uhr. Das bedeutet, bin schon 7 Stunden hier drin und platze schon jetzt vor Langeweile. Also es sind schon 17 Stunden, Leute. Noch 17 Stunden. Und ich platze schon jetzt. Was soll ich mit 17 Stunden noch machen? Ich glaube, ich breche das gleich ab. Also ich weiß nicht. Also wenn ich schon wirklich, also ernst, die Lage ist sehr ernst, dann ja. Oder ich kann meine Zeit verbringen, aber mit was? Mit was? Sachen schmücken, so wie mein Hobby. Eigentlich habe ich jetzt auch keinen Bock, Sachen zu schmücken. Was soll ich mit Sachen schmücken jetzt machen? Ich brauche so welche Schmückteile, ne? Und die sind jetzt nicht alle hier in diesem Zimmer, Leute. Die denken auch, hier ist alles. Manche sind in einem anderen Zimmer. Und mein Bruder holt jetzt nicht so eine Beep. Außer noch was zu snacken, habe ich gesagt. Versprechen, noch was Getränke und was snacken. Und ich brauche was Kaltes. Jetzt kein Bock mehr auf Wasser. Ja, ich trinke einfach Eis oder so. Ich sage jetzt meinem Bruder, das soll bringen. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist Ballon spielen. So, Leute, wir haben jetzt 10.30 Uhr und ich will einfach nur eine Stunde oder so noch Handy gucken und danach werde ich halt dann schlafen gehen, deswegen sage ich schon jetzt gute Nacht und wir sehen uns morgen. So, Leute, wir haben 12.30 Uhr, ich bin bis dahin einfach eingepennt, Entschuldigung, und jetzt werde ich irgendetwas essen und das ist gerade mein Schlafklamotten. Ich mache mich jetzt gerade fertig, ich weiß jetzt nicht wie, ich ziehe mich einfach um und dann werde ich was essen. So, Leute, ich esse hier ein Cornflakes und nach dem Cornflakes werde ich einfach nur chillen an mein Handy und dann werde ich mich raus verpissen. Ja, wir haben eh jetzt irgendwas mit 13 Uhr oder so. Ist schon so eine halbe Stunde vorbeigegangen. Und ja, ich werde nur eine Stunde jetzt hier essen und noch chillen und dann gehe ich raus. Ich habe keinen Bock mehr hier zu bleiben. Leute, noch eine Minute. Ich gucke gerade hier auf mein Handy, seine Uhr. Noch eine Minute, dann darf ich hier raus. Wir haben 14 Uhr. So, Leute, wir sind auch am Ende angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr weitere Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Video. Ciao.